So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go 18 Eier Folge 8, Folge 9. Ich weiß es nicht, ich weiß es irgendwie nie, aber auf jeden Fall schlüpfen wir jetzt mal die Eier. Am Community Day, was ganz Besonderes, denn wir sind immer noch auf der Feste Coburg. Und da geht's los mit einem kontinentalen, leider nur ein Pandimus, aber trotzdem, das Bing ist garantiert. Hat nur den zweiten Satz, aber 2200 Sternstaub. Das Sternstück ist jetzt leider nicht mehr an, aber es ist ja jetzt nur noch die Animation angezeigt und zu dem Zeitpunkt, als sie eigentlich geschlüpft sind, war es natürlich an. Deswegen auch jetzt den, ja nicht doppelten Sternstaub, aber den vermehrten. Ein Tangela mit 1500 Sternstaub ist auch dabei, kann es mit allen aufnehmen. Zwei gute Werte, aber dann doch nur zwei, das Satz, das hätte ja fast was werden können. Und die Hecke hier hinten sieht übrigens auch schön aus, schön grün sehe ich. Aber so wie ich das bearbeite, sieht dann eh wieder alles hässlich aus und die Nachrichten nerven. 1200 beim Sandan, bester Satz, wirklich hoch, geht's gleich weiter. Wir hoffen natürlich immer noch auf ein gutes Tauros oder ein gutes Kangama. Bei Porenta haben wir ja 100 und Pandimos haben wir 100, also... Und da ist schon das Porenta mit der Lauchzwiebel in der Hand und 2400 Sternstaub. Aber leider nur zwei, das Satz. Ja, hier laufen immer Leute vorbei, aber nicht die Leute lenken einen ab, sondern der rustikale Bob lenkt einen ab, weil er nämlich immer hier reingeiert und hier Hong ein bisschen nachmacht. Bester Satz beim Kleinstein mit 666 WP. Aber wir sind noch nicht fertig, da gehen noch ein paar auf. Und ein kontinentales, ein Tauros. Jetzt muss es nur noch 14,4. Ist schon mal gut, dass es über 14 hat. Kann es mit allen aufnehmen. KP, Angriff, beides auf 15. Ich glaube 14,21 oder so müsste das 100er sein. Ist also trotzdem noch weit entfernt. Und noch ein Tauros hinterher. Warum habe ich mich nicht gleich hier so zurückgelehnt? Das ist viel entspannter. Hat leider nur 13,79. Aber, ja, den zweiten Satz. Sternstaub gab es da jetzt auch nicht so viel. Aber wir sind gleich durch mit den ersten 9 Eiern. Ein Dicter, das haben wir jetzt schon ewig nicht mehr gesehen, nachdem die letzten Folgen immer die White Editions waren. 1200 Staub, zweiter Satz. Weil in den letzten Folgen immer nur Alola Vulpix geschlüpft ist oder ein Sandan, ein Alola Sandan. Und das war alles genau der gleiche Mist. Und da ist schon das nächste wieder, das nächste Alola-Sandan dabei. Mit 1200 Sternenstaub. Bester Satz, Angriff, Verteidigung, aber leider nur wirklich hoch. So, das waren die 9 Eier. Und da sind die Leute jetzt alle vorbeigelaufen, haben sich gedacht, was ist da denn los? Aber die kennen das natürlich, das passiert hier sicherlich öfter oder auch nicht. Wir melden uns auf jeden Fall zurück. Mit den nächsten 9 Eiern. Oh, ich kann noch nicht mal die Mutter fangen. Guckt, die ganze Nearby-Liste ist voll mit 9 Schraubenmuttern. Und ich kann keine fangen, weil mein Beutel ist schon voll, schon wieder mit 1500. Also auf jeden Fall bis später, wenn die nächsten 9 aufgehen. So, wir melden uns zurück mit den zweiten 9 Alola-Eiern. Und es ist schon ein bisschen spät, deshalb fangen wir gleich an. Es regnet, es ist dunkel. Und es ist ein Porygon mit 1700 Sternstaub. Bester Satz, KP 15, wunderbar. Das Sternstück läuft wieder mal. Wir werden immer besser und wir vergessen es nicht mehr. Und ein Tangela mit 1900 gleich hinterher, also Sternstaub, aber nur zweiter Satz. Weiter geht es und... Ich bin ein bisschen aus der Puste, den ganzen Tag auf der Feste rumgelaufen, wegen Endivia Community Day. Dann ein Sandan geschlüpft mit 1700 Staub. Bester Satz, okay. Heute früh Eier gebrütet, jetzt Eier gebrütet, da 10 Kilometer gelaufen, da nochmal hin und her alles, also pff. Ein Mauzi. 2100, da denkt man manchmal, das lohnt sich gar nicht, wenn man dann sowas bekommt. Auch nur zweiter Satz, aber der Sternstaub ist natürlich okay. Ich habe nämlich ein paar Sachen gepusht gestern. Da zeige ich auch noch ein Video demnächst. Ein Sandan.
Da zeige ich auch noch ein Video demnächst, warum ich jetzt plötzlich eine Million weniger habe. Angriff 15, beziehungsweise keine Million. Ich hatte ja neulich noch 2.500.000. Jetzt bin ich bei 1.700.000. Habe heute natürlich etliches wieder gemacht mit Sternstück. 3 Stunden beim Community Day. Wieder an Sandan mit 1.800. Bester Satz, aber nur wirklich hoch. Aber andere, die ich kenne, hier 10 Millionen Sternenstaub und alles, wo ich mir denke, was will man mit so viel Sternenstaub? Also ich meine, es ist doch, macht doch Spaß, den auszugeben. 2.100, zweiter Satz. Denn irgendwann liegt man im Grab und dann hat man 100 Millionen Sternenstaub auf dem Konto, aber das bringt einem dann auch nicht weiter. Deswegen lieber Kangama, ein regionales, damit hochpushen. 2.400, bester Satz, Verteidigung 15. Ja, jetzt wieder keine Folge ohne Kontinentales, also wunderbar, so muss das sein. Und noch ein Kontinentales hinterher, ein Pandimos natürlich. 1.400 Staub, zweiter Satz. Genau noch 10 Minuten, Sternstück aktiviert, aber das war's jetzt. Da sitzt noch ein Dodu, aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Ja. Was macht ihr mit eurem Sternenstaub? Sammelt ihr den oder gebt ihr den immer aus? Schreibt es mal in die Kommentare oder lasst es sein, wie auch immer. Ich bin auf jeden Fall raus. Ich bin total im Eimer. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.